römische Ziffern und Zeichen. Hier haben wir praktisch die Bedeutung einmal für die 1, das ist ein großes I, die 5, das ist ein großes V, großes X ist 10, 50, großes L, 100, das große C, D 500 und M 1000. Dann geht es etwas auseinander. Wir haben hier einmal das Symbol für 5000, je nach Epoche oder Region. Man kann auch hier bei 5000 diesen Strich drüber setzen über eine 5 oder man sieht auch dieses M, also 1000 mal 5 gibt dann auch die 5000. Da kann man sich mal bei Wikipedia einlesen. Hier sind die verschiedenen Symbole für die Zahlen, die größer als 1000 sind, aufgeschlüsselt. So, wie macht man jetzt allerdings Zahlen, die dazwischen liegen? Also 1 ist klar, großes I, 2, da schreibt man zwei I's nebeneinander und bei 3 haben wir hier die 3. So, jetzt ist die Regel, dass nie mehr als 3 gleiche Ziffern zusammenstehen können und dass die 3 Einser praktisch zusammengerechnet werden. Wie stellt man jetzt also die 4 dar? Man macht einfach Folgendes, man nimmt die 5 und zieht 1 davon ab, und zwar links davon, weil wenn ich hier das Ganze so schreibe, dann ist das die Bedeutung von 6. Also um die Reihe zu vervollständigen, hier ist die 5, also 1, 2, 3, dann 1 minus 5 gibt 4, dann haben wir die 5 und hier jetzt auch wieder 5, 2, also 7, 5, 1, 2, 3, haben wir 8. Jetzt haben wir die Regel, nicht mehr als 3 nebeneinander. Jetzt müssen wir praktisch die nächst höhere Zahl nehmen, das wäre 10, halt 10. Und hier müssen wir 1 abziehen, damit wir die 9 haben. Also man sieht, nicht mehr als 3. Das heißt, wir kommen immer auf 3 oder 8. Und dann müssen wir die nächstgrößere Zahl hernehmen und 1 abziehen. Und das wäre hier dann praktisch die 10. Ab 10 geht es dann weiter, also 10, 11 und dann die 13. 1, 2, 3. Bei der 15 sehe ich das Ganze dann wieder so aus. 10 plus die 4. Halt, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo die Zahlen liegen. Also, das wäre hier die 14 und die 15 sehe dann praktisch so aus.